Bei Duke Nukem Forever. Wir spielen weiter und ich muss mich mal ganz kurz an die Steuerung hier gewöhnen. Die Steuerung ist ein bisschen sehr schwammig. Das ist Hüpfen. Das zeigt das Ego an. Das ist. Das, achso. Das ist sowohl Kreis als auch R1. Zum Schlagen. Ja, tut mir Dead Space. Also, nur noch mal zu meiner Verteidigung. Ich habe das Spiel mal bei Saturn gesehen für 13 Euro. Ich dachte mir, auch so ein PlayStation 3 Spiel für 13 Euro. Kann man nicht viel falsch machen, außerdem ist es fucking Duke Nukem Forever und ich habe wirklich halt den Vorgänger viel gespielt und ich will jetzt nicht sagen, ob ich ihn gut fand oder schlecht fand, aber ich habe einfach nur viel gespielt. Im Ausland. Im Ausland. Bei Feinden. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ach, kann ich da rüber? Oh nein, oh Gott, nein, ich brenne. Scheiße, ey, das fand er nicht gut. Warum brennst du? Ich bin ins Feuer gesprungen. Warum war da Feuer? Weiß ich nicht. Aber hier geht vor allem. Die Glocke. Die Glocke muss bleiben. Die Glocke bleibt. Ey, hier geht nix. Hier ist nur eine Tür, wo ich nichts mit machen kann. So. Ich öffne jetzt Türchen Nummer 2, haben wir doch schon. 4 haben wir, glaube ich. 4 weiß ich nicht. 1, 2, 3 ist offen. Naja, 4 ist auch offen. Hä? Das kann nicht sein. Türchen Nummer 5 im Adventskalender. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ich bin gefangen in der Levelstruktur. Da warst du doch schon, von da kommst du. Nein, von da komme ich nicht. Hier bin ich hingekommen. Ich kam von diesem Gang hier. Ja, von dir kamen wir ursprünglich. Aller ursprünglich, oder? Ja. Das ist ein Schneemann mit einem Besen. Wir haben mir geplagt gemacht, jetzt musst du da wieder raus. Du hast ja gar nicht geschafft. Nein, ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Du musst raus und nach links. Nach links geht's doch gar nicht weiter. Da ist das Feuer, wo ich gerade reingehüpft bin. Da komme ich nicht rüber. Ja, da muss irgendwas gehen. Da musst du auf jeden Fall durch. Du musst nicht dadurch. Von da kommen wir. Da haben wir das Monster durch die Tür geguckt. Dann muss ich doch hier vielleicht noch irgendwas anderes machen, außer mein Ego zu steigern. Vielleicht irgendwas in den Spiegel werfen? Eine Dorfkirche ist im 6. Tag. Dann möchtest du auch noch ein Stück Schoki? Nee. Wozu soll man sich denn da noch Zen Pinball 2 kaufen? Na gut. Eins noch, den 7. Dezember. Am 7. Dezember war ein Mond drin. Oh, ich will den 8. Na gut. Am 8. Dezember. Ja, das ist gut. Ein Horn. Ein Horn? Ein Horn zum Reintuten. Ach, ich dachte ein Einhornhorn. Wir spielen der Flipper. Ja. Alter! Was ist hier los? Na egal. Nimm was. Ach so. Ach, ich hab den gehört. Wollte ich gar nicht. Und vorbeigehen. Nimm so eine Hantel und schmeiß in die Scheibe. Hat jetzt nicht so viel gebracht. 2 zu 2, Donetsk. Ist ja spannend. 2 Auswärtstore. Ich brauche keine Gegenstände. Da habe ich die Gegenstände mit mir voll. Guck mal da leuchtet doch was. Ganz subtil. Bams. Ah, ich reiß das hier mal ab. Dead Space. Again. Ich eben schon mal gesagt, dass draußen was. Oh! Und bums, die brennende Fackel. Es wird doch ganz schnell ganz warm in so einem Schacht, wenn da Feuer ist. Ey, Pitino würde sagen, piss die Wand an. Ich kenne nur scheiß die Wand an, das finde ich aber auch schlimm.
Ja, Dings gucken hier. Donnie Brasco. Ziemlich gut. Komme ich jetzt von hier? Das mache ich. Ich auch. Bitte. Die trinken mal nicht härter. Ja, das ist die andere Seite. Ich bin gerade besoffen in die Flammen gelaufen. Der verträgt auch nicht viel, der Dude. Alter, bam. Ich will jetzt. Ich schwimme. In den Sack. Aber er hat einen Sackschutz aus Metall. Es ist doch Duke egal. Ja, aber ihm vielleicht auch. Ja, kann ich. Also nicht, dass er einen hat, aber dass du ihn im Sack haust. Er tötet härter als die Laserstrahlen. Hey, lange noch Zeit für ein paar Knarren. Vision. Es ist wirklich auch alles Duke in diesem Spiel, ne? Ja. Aber warum haben die daran so lange entwickelt? Das verstehe ich nicht. Warum haben die das irgendwann dann als gut erachtet und rausgebracht? Ja. Ich meine, irgendwann, das muss ja wahrscheinlich den Moment gegeben haben, wo die gesagt haben, so, das ist jetzt das Ergebnis, was wir gerne präsentieren möchten. Ja. Oder die haben einfach irgendwann gesagt, ja, wir haben echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Lass mal was anderes machen. Ja, einfach raus mit dem, was wir bisher haben, das basteln wir uns irgendwie schlecht aneinander. Und dann ist gut. Okay, ohne Duke Vision ist es echt. Ganz schön dunkel. Ganz schön dunkel. Wir wollten doch eigentlich auch nochmal Donkey Kong versuchen, stimmt. Ja, das machen wir nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Das Blackout Basement ist zu dark. Oh, hau mir aufs Kopf! Aufs Kopf. Oh, ins Gesicht. Der kann ich nicht sehen. Kann keine Duke Vision. Das heißt auch nicht Ugly Alien Vision. Ugly Alien Vision. Alle Türen sind so. Hätte dich nicht gehört, wie du. Wie geil, dass ich vorantaste. Das ist für die richtig der Hammer. Oh, ich hätte ihn exekutieren können, ich hab's verpasst. Den kann ich nehmen, den oder das? Das Spiel lädt zum Quatsch machen. Es lädt absolut zum Quatsch machen ein, das finde ich auch ganz gut. Ich bin auf dem Sack. Scheiße, ich muss hier nochmal starten. Komm ich von hier? Nee, ich glaube nicht. Nee. Vielleicht kannst du den exekutieren. Ich habe mir einfach zu doll ins Gesicht geschlagen. Das ist wie bei Secret of Mana. Also ich muss vielleicht mehr so auf die Körpermitte ziehen, wenn ich exekutieren will. Das ist aber auch selten. Wir sind gefallen, oder? Wir sind gefallen. Gefallene Dukes. Und sie fair. Was ist denn hier los? Haben wir jetzt so eine Kiste? Ja, wie Donkey Kong. Hinter dich, da rechts. Der wird der Horror. Aus deren Sicht ist das richtig grausam. Die ist sowieso schon geschockt, weil die da kein nichts sehen können. Und wirft auch irgendwas aus dem Dunkeln mit Fässern. Und verteilt tödliche Fausthiebe. Das ist wie im Hamburg Dungeon. Der kann wirklich sehr einfach töten. Der braucht überhaupt keine Hilfsmittel. Das musst du wegmachen, das Fass links. Brennt dann nämlich alles ab. Ist da jetzt irgendwas verändert da?
in der Leitung. Was ist anstrengend mit der scheiß Vision, da hast du recht. Da links. Oh. Was geht denn da? Ach, jetzt kann ich hier hin. Achso. Nathan Drake. Und jetzt bist du wieder unten. Nee. Doch. Quatsch. Da kommst du. Doch. Hier war ich doch noch nicht. Doch. Du bist hier reingekommen, dass die erwischt. Du bist, das ist wie so eine Wippe gewesen. So, ich hab die andere da auch. Nee. Siehst du? Du musst es auch als Wippe benutzen. Weißt du? Und auf der anderen Seite hoch. Du musst die runterwippen und dann umdrehen. Und auch rückwärts laufen. Und jetzt springen. Schluss in Donetsk. 2-2, das ist ja okay. Ja, auf jeden Fall. Boah, ist das anstrengend. Speichert, ich sehe nichts. Ja. Hau dem Gitter auf den Kopf. Geht das denn? Ja. Da. Rätsel gelöst. So, links ist noch was. Noch mehr Energiezellen finden. Ja, da war noch eine eben, aber du den zweiten exekutiert hast. Nein, 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 nein. Da auf dem, da leuchtet es doch schon. Mhm. Hier spielst du doch nochmal ein bisschen weiter. Oh, ist das Video noch gut? Ja. Ich will die Waffe wechseln. Weiß ich nicht. So. Steuerkreuz links oder rechts hätte ich jetzt vermutet. Ein bisschen wegboxen, oder? Boah, ey, ist voll anstrengend. Wir sind nüchtern, ey. Ich hab doch gerade hier die Energiezelle angelegt. Ist doch schon wieder dunkel. Ist doch nicht dunkel, du kannst ja noch deutlich sehen. Eben, ist doch. Ja, aber das fehlt ja noch einem. Instabil. Achso. Fast wäre es zum ersten Mal so weit gewesen. Die beleuchteten Brüder. Und das andere 1-1 geendet. Ja, Glückwunsch Borussia Dortmund. Ja. Guter Auftakt in die Endrunde. Sicher, dass es verdient ist. Boah. Oh, das erinnere ich, das ist ein kleines Minispielrätsel. Was machst du denn da bloß? Ich verstehe dich nicht. Was machst du denn da? Was soll ich denn machen? Nimm das Ding und fahr das Auto. Wieso gehst du immer nach rechts? Guck doch mal weiter nach links. Kann ich nicht. Wieso denn nicht? Das ist automatisch. Kann das denn sein? Das darf nicht sein. Du musst auf die Autos gucken können. Auf die
Hä? Kannst du nicht weiter nach links? Mit deinem View? Nee. Dass du das da siehst, du musst es sehen. Das ist eins dieser Autos, steuerst du. Wieso macht der das? Das Spiel ist kaputt. Das gibt's doch gar nicht. Ich kann hier nach links und rechts lenken, aber nicht nach oben und nach unten. Ja, aber du musst auch sehen, was du da... Ach, da ist er, den hast du. Du hast die ganze Zeit kein Gas gegeben, Mann. Das Spiel ist hier zu hoch, oder? Hattest du so ein Ding? Ja, bestimmt mal irgendwann. Auch so ein Geländeding? Offensichtlich nicht. So ein Geländeding? Oder warst du eher so ein Sportwagen-Typ? Weiß ich nicht mehr. Das macht schon ein bisschen Spaß, oder? Sehr viel. Wirklich. Das habe ich auch gerne gemacht. Ich habe das danach nicht mehr viel weiter gespielt. Wahrscheinlich haben die daran 12 Jahre geachtet. Jetzt fährst du gerade rückwärts. Ja. Alter, Wendemanöver da oben, das ist Wahnsinn. Was machst du denn da? Ich fahr seitwärts. Aber das ist scheiße. Das kann nur der Duke. Das dauert derbe lange. Ja, aber ich komm sicher an. Bitte änder das. Du hast noch eine weitere Strecke zu fahren. Das schaffe ich niemals. Hallo! Ist cool, oder? Ja. Ups. Du hast das Ganze rückwärts, ey. Nein! Ach, ich muss da lang. Ja, da ist noch das Teil da oben drauf, hier vorne. Das war ganz schön knapp. Aber das wird dann auch noch mal ein bisschen knifflig dann. Das sind manchmal die kleinen Dinge. Ey, wenn man sowas noch mal ein bisschen besser programmieren würde und ein bisschen Abwechslung. Zurück für Machines? Nee, das wäre ein total toller 5 Euro Download-Titel. Ja. Zelle. Cool. Wie ist die da bloß hingekommen? Das weiß ich auch nicht. Wo sind wir überhaupt? Was ist das für ein Ort? Ist das nicht irgendwie immer noch kurz nach der Duke-Höhle? Ja. Warum? Das ist wirklich wie bei Flash Gordon. Licht an der Küche. Jetzt gehst du was auf den Arsch. Ist das jetzt Pause? Ich weiß nicht. Es läuft schon eine Stunde. Nochmal Pause.